Ihr hättet uns ruhig eine anspruchsvollere Aufgabe geben können. Sieh sich das einer an. Sagt eurem Onkel, dass wir uns um alles kümmern. Willkommen an Bord. Seit vor einem Jahr Sklaverei. Erfolg freigeschaltet, schändlich. Und wir haben Attribute gekriegt. Und Geschicklichkeit will ich ein bisschen was haben. Ah ja, genau. Stohlenheit wäre ich sehr versucht mitzunehmen. Nehmen wir ansonsten als nächsten Punkt. Beim Halunken, was gibt's da? Rücken an Rücken, Waffenruhe. Verstohlenheit. Kein Bewegungsabzug mehr. Wird die Aktivierung für Verstohlenheit weniger erschöpft. Kostet weniger Ausdauer. Hinterhalt. Schwierig, schwierig, was wir haben wollen. Ich würde sagen, wir lernen dann die zwei Waffenfähigkeiten erstmal weiter, oder? Mehr kritische Trefferchance. Bogenschießen muss nicht sein. Greift deutlich, deutlich schneller an. 20% der Ausdauer, 10% Geschwindigkeit. Oh, Regenerationszeit, 90% auf alle Talente. Also ist das 90% weniger Geschwindigkeit, 90% schneller oder 90% nur noch? Also 10% schneller. Wahrscheinlich 90% schneller. Ist das, das hier sehr viel wert sein könnte? Präzision, Macht. Wäre sehr interessiert an den schnelleren Angriffen. Stufe 6. Gnadenlose Kette wird benötigt. Ach komm, dann lernen wir das zuerst. Willenskraft, Magie, Willenskraft. Bestätigt. Kältekegel. Absolut. Auf jeden Fall, das wird es wert sein. Evelyn. Stärke, Konstitution. Bestätigen. Machen wir sie zu unserem Tank. Klingendrehung haben wir für sie. Aufschlag. Immun gegen Flankenangriffe? Immer. So. Los geht der Spaß. Hey Hauptmann, wir sind Schmuggler. Viel Glück, was auch immer ihr jetzt tun werdet. Alles klar, in die Sklaverei. Hattet ihr Glück? Natürlich. Habt ihr etwa daran gezweifelt? Ich spreche mit Ethanrel, um herauszufinden, wann die Bestechungen abgewickelt werden können. Wartet hier. Dann haben wir es wohl geschafft. Unsere Reise liegt hinter uns. Das machen wir nie wieder. Jetzt müssen wir nur noch um unser Leben laufen, wenn es wirklich nötig ist. Ich wünschte, Nokava wäre noch bei uns. Und Wesley. Nun, das geht ja schon mal fantastisch los. Finden wir heraus, was diese Stadt sonst noch zu bieten hat. Mehr Ärger, als wir uns jemals erhofft haben. Somit begann das erste Jahr des Champions in Kirkwall. Von jenseits des Meeres kam die Nachricht, der Held Fereldens habe die Verderbnis besiegt. Das waren wir. Doch Lothering war zerstört. Kirkwall war nun die Heimat des Champions. Also blieb er und beglich seine Schulden. Er machte sich einen Namen in der Unterwelt. Es war ein arbeitsreiches Jahr. Und dann kamen die Kunari.
Ein gewaltiger Sturm hatte ihr Schiff vernichtet und hunderte von Kriegern warteten in der Stadt auf ihre Heimkehr. Damals begannen auch die Probleme mit den Magiern. Die Templer waren unter Kommandantin Meredith enorm mächtig geworden. Doch das Wichtigste ist, ich lernte den Champion kennen. Das ist das Wichtigste, nehme ich an. Nein! Bei Andras des Brustmensch. Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute bei dieser Expedition anheuern wollen? Aber wir haben gehört, ihr geht in die tiefen Wege. Ihr braucht doch bestimmt jede Hilfe, die ihr... Nein! Ihr kommt zu spät, das ist bereits erledigt. Das hier ist die Art von Unternehmung, durch die man reich wird. Ich gehe kein Risiko ein, indem ich irgendwelche dahergelaufenen Menschen anheuere. Lernen wir uns besser kennen. Ich gebe euch einen aus, bevor wir in die tiefen Wege aufbrechen. So gewinnen wir alle. Stellt euch hinten an, Mensch. Halb Kirkwall will im Moment mein bester Freund sein. Ah. Ihr sucht nach einem schnellen Weg aus der Gosse, was? Ihr, genau wie alle anderen Ferelden in diesem Drecksloch. Sucht euch einen anderen Weg. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben nichts, was irgendjemanden daran hindern könnte, uns zu verkaufen. Diese Expedition war unsere letzte Chance. Nur die Ruhe. Keine Angst, Bethany. Ich lasse nicht zu, dass dich irgendwelche großen, bösen Templer holen kommen. Die Sache ist kein Witz. Alles dein Witz. Wenn die Templer mich finden, werde ich im besten Fall für den Rest meines Lebens weggesperrt. Ich erkenne die Leute da hinten. Ich will mich nicht auf der Stelle töten. Wir brauchen Geld, Status, irgendetwas, wohinter wir uns verstecken können. Solange wir nichts weiter sind als die beiden Zwerge im Hintergrund. Kenne ich. Vielleicht kennt Gamlin ja jemanden, der für uns mit Bartrand reden könnte. Niemand anderer? Unser Onkel ist nicht gerade das verlässlichste Werkzeug im Schuppen. Er ist alles, was wir haben. Der Erbauer stehe uns bei. Wir könnten ja fragen. Ich wüsste nicht, was wir sonst tun sollten. Ach Gott. Hey! Ich kannte jemanden, der einem alle Münzen aus der Tasche stehlen konnte, indem er einen einfach nur anlächelt. Du hast nicht genug Stil, um in der Oberstadt zu arbeiten, von der Händlergilde ganz zu schweigen. Du solltest dir vielleicht eine andere Beschäftigung suchen. Verschwinde! Wolken sind teuer! Sehr erfreut, Beric Tethras, zu euren Diensten. Ebenfalls. Ich entschuldige mich für Bartrand. Er würde eine Gelegenheit nicht mehr erkennen, wenn sie ihm direkt ins Gesicht klatscht. Ihr aber schon? Oh ja. Was mein Bruder nicht begreift, ist, dass wir genau solche Leute wie euch brauchen. Er würde es allerdings niemals zugeben. Dafür ist er zu stolz. Ich hingegen bin eher praktisch veranlagt. Tatsächlich. Ihr wisst, wer wir sind. Wieso seid ihr euch so sicher, dass wir euch helfen können? Ihr wisst doch gar nichts über uns. Oh, ganz im Gegenteil. Ihr habt euch während des letzten Jahres einen beeindruckenden Namen gemacht. Die Coterie hat alle Schmuggler aus dem Geschäft gedrängt und ist jetzt als einzige Organisation übrig. Und das hat sie nur euch zu verdanken. Der Name Hawk ist dieser Tage in aller Munde. Nicht schlecht für eine Ferelnerin, die gerade erst hier angekommen ist. Was ist eine Ferelnerin? Was mit Bethany? Dann habt ihr vermutlich auch von meiner Schwester gehört. Nicht annähernd so viel wie von euch. Sie ist natürlich eingeladen, uns zu begleiten, doch diese Entscheidung überlasse ich euch. Es missgendert uns andauernd. Mir ist nur recht, wenn du im Mittelpunkt stehst. Meine Dame, eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Du musst rausfinden, was er uns anzubieten hat. Wir müssen bei dieser Expedition dabei sein. Gehört ihr dabei, gehört ihr dazu. Ihr seid Teil von Bartrands Unternehmung? So ist es. Die tiefen Wege wären zwar normalerweise nichts für mich, aber ich kann nicht zulassen, dass das Oberhaupt unserer Familie allein dorthin untergeht. Ihr könnt euch also vermutlich vorstellen, dass ich mehr als nur ein flüchtiges Interesse am Erfolg dieser Expedition habe. Ihr gebt euch etwas zu viel Mühe. Ihr gebt euch ziemlich viel Mühe, nur um eine weitere Wache anzuheuern. Wir brauchen nicht noch mehr Tagelöhner. Was wir brauchen, ist ein Partner.
Die Wahrheit ist, dass sich Bartrand den Bart zerrupft hat, um das alles selbst zu finanzieren. Aber er schafft es einfach nicht. Investiert in die Expedition. Wenn ihr 50 Souveräns auftreibt, kann er nicht ablehnen. Nicht, wenn ich da bin, um für euch zu bürgen. Er wird den Gewinn teilen. Euer Bruder wirkt nicht unbedingt wie jemand, der seinen Gewinn gerne teilt. Mein Bruder mag ja so manches sein, aber er ist nicht dumm. Es ist einfach weitaus besser, den Gewinn zu teilen, als in einem Teig festzusitzen und Tausende der dunklen Brut zwischen sich und dem Ausgang zu haben. Guter Punkt. Er wird einverstanden sein, glaubt mir. Ihr würdet also bürgen. Warum solltet ihr euch für einen vollkommen Fremden einsetzen? Ich setze lieber auf jemanden mit eurem Ruf, als mich vollkommen unvorbereitet in die tiefen Wege zu stürzen. Und abgesehen davon wären wir eure Partner. Ich bin bereit, daraus ein wenig Vertrauen zu schöpfen. Ich hoffe, ihr auch. Nichts weiter zu fragen. Und das ist euer großer Plan. Ich hoffe, ihr habt noch mehr zu bieten. Beispielsweise einen Vorschlag, wie ich so viel Geld auftreiben soll. Ihr müsst größer denken. Es gibt nach einer Verderbnis nur ein kurzes Zeitfenster, in dem es in den tiefen Wegen nicht vor dunkler Brut wimmelt. Mit dem Schatz, den ihr dort unten findet, könntet ihr und eure Familie ausgesorgt haben. Es wird nicht leicht werden, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Ich denke, wir sollten sie ergreifen. Oh, definitiv. Es ist immer noch besser, uns in diese Expedition hineinzuarbeiten, als nur herumzusitzen und darauf zu warten, in die Galgenburg geworfen zu werden. Ihr und ich, wir arbeiten zusammen. Und ehe ihr euch verseht, habt ihr all das Geld, das ihr braucht. Was meint ihr? Reine Spekulation natürlich. Da unten ist möglicherweise nichts anderes als dunkle Brut und Schutt. Wie könnt ihr so sicher sein, dass wir Gewinn machen werden? Bartrand macht sich nicht einfach auf gut Glück auf den Weg. Er stützt sich auf einige wirklich gute Informationen. Einige Bereiche der tiefen Wege sind so alt, dass sogar die Zwerge sie vergessen haben. Wir müssen nur dort runterkommen, dann wird uns Bartrand weiterführen. Ihr und ich, wir werden dort sein, falls es Probleme zu lösen gilt. Ich soll euch also vertrauen. Was könnte euch davon abhalten, einfach mit meinem Geld zu verschwinden? Ihr werdet die Expedition begleiten und ich werde an eurer Seite sein. Wenn ich euch betrüge, werdet ihr es als Erster erfahren. Und dann wird es meine letzte Tat gewesen sein. Ah, wer weiß. Ihr verlangt ziemlich großes Vertrauen von mir. Ihr wollt also eine Garantie? Ich befürchte, die kann ich euch nicht geben. Geiseln. Ich weiß, dass die Templer schon Fragen stellen. Wäre es da denn so schrecklich, für eine Weile aus der Stadt rauszukommen? Wenn wir Erfolg haben, werdet ihr so vermögend sein, dass der Orden euch nichts mehr anhaben kann. Ihr braucht das Geld und ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen einander und ich wüsste nicht, wie ich es euch noch schmackhafter machen könnte. Wie könnt ihr mir helfen? Was macht euch so sicher, dass ihr mir nützlich sein werdet? Es gibt in dieser Stadt niemanden von Bedeutung, den ich nicht kenne. Ich kann euch helfen, lohnende Aufträge zu finden. Und wenn ihr mich nicht dafür braucht, habe ich ja immer noch Bianca. Bianca? Ihr habt eurer Armbrust einen Namen gegeben? Warum denn nicht? Sie ist eine echte Schönheit. So ist es doch nicht wahr, meine Süße? Ah, warum zur Hölle auch nicht? Na schön, ich habe gerade ohnehin nichts Besseres vor. Perfekt. Es gibt in Kirkwall jede Menge Arbeit. Legt einfach von jedem Auftrag ein paar Münzen zurück, dann habt ihr das Geld in kürzester Zeit zusammen. Vielleicht findet Evelyn ja Arbeit für uns. Immerhin ist sie jetzt bei der Stadtwache. Wir sollten uns etwas ungestörter unterhalten, wenn sich euch die Gelegenheit dazu bietet. Vielleicht im gehängten Mann? Wenn ich nicht gerade bei euch bin, findet ihr mich dort. Also los, machen wir uns auf die Suche nach ein wenig Ärger. Ah, gerne. Oberstadt, wo die Reichen hingehen, um ihr Geld zu verprassen. Das hier ist eindeutig der beste Ort in ganz Kirkwall. Okay, Stufenaufstieg für dich. Zwerg. Du wirst Klugheit nicht wirklich brauchen. Aus einem einfachen Grund, wir machen alle Kisten auf. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit komplett. So, er ist auch Scharfschütze. Dafür braucht er aber mehr. Also machen wir ihn erstmal einfach nur hier weiter zum Fernkämpfer und geben ihm den ersten Pfeil rein. Später Pfeilhagel. So, wie sieht's aus? Wir haben aufgewertet, was unsere Rüstung angeht. Wir haben keinen Kappes dabei.
Wir haben auch diesbezüglich aufgewertet. Und Bethany hat einen besseren Stab gekriegt. In Ordnung. Und wir sehen, es gibt jetzt schon eine ganze Menge hier. Ganz viele Quests. Sandel und Bowden sind also auch hier angekommen. Gemessen daran, dass Sandel zum Zeitpunkt von Witch Hunt noch im Zirkel von Ferelden herum existieren war, ist das hier definitiv länger her als ein Jahr. Vielleicht eher sogar fast schon zwei. Hier gibt's nicht viel zu sehen. Wirklich nicht. Warum bist du nicht bewaffnet, Stadtwache? Da schwingt sie die Hüften einfach mal ganz ordentlich in ihrer schweren Rüstung. Schon wieder zu spät? Wo ist sie nur? Keine Ahnung. Keine Ahnung, von wem du redest. Spielt keine Rolle. Oder, komm, labern wir. Händler sowohl gewöhnlicher als auch seltener Waren. Zu euren Diensten. Ah, ja. Dies hier ist mein Sohn Sandel. Einen brillanteren Verzauberer findet ihr nirgendwo. Ich erinnere mich an die Unschärfe. Zu dem netten Menschen, Sandel. Hallo. Wir werden euch auf eurer Expedition begleiten und mit den nötigen Waren versorgen. Ist das nicht aufregend? Ich bin schon ganz aufgeregt. Allein beim Gedanken an ein Abenteuer wird mir vor Vorfreude schon ganz schwindelig. Eine verwandte Seele, ganz ohne Zweifel. Aber ich schweife ab. Möchtet ihr vielleicht meine Waren sehen? Oder auf Sandals einzigartige Talente zurückgreifen? Verzauberung? Ja. So ist es. Also sind es ein Verzauberer? Ich dachte, alle Verzauberer wären Magier. Nicht im geringsten. Die legendäre Magieresistenz der Zwerge ermöglicht uns seit unzähligen Zeitaltern die Verzauberung von Gegenständen. Ich gebe zu, die meisten Zwergenschmiede müssen viele, viele Jahre dafür arbeiten, diese Fähigkeit zu erlernen. Aber mein Junge ist ein Naturtalent. Ein Gelehrter ohne Gleichen. Ich mag Verzauberung. Und er liebt seine Arbeit. Was kann man sich... Diese Unschärfe macht mich wahnsinnig. Windows 10, ich schlage dich dafür. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Ihr beide wirkt nicht wie die Art von Leuten, die normalerweise auf eine solche Expedition gehen würden. Mein Sohn und ich haben niemals die Sicherheit gesucht. Wir sind niemals den bekannten, ausgetretenen Wegen gefolgt. Da findet man nichts zu plündern. Um ehrlich zu sein, sind wir gerade erst von einem Abenteuer in Begleitung des Helden Fereldens zurückgekehrt. Des legendären grauen Wächters und Bezwingers der Verderbnis. Ihr kannt den Helden Fereldens. Ihr habt also mitgeholfen, die Verderbnis zu besiegen? Auf unsere bescheidene Weise vielleicht. Aber wir haben natürlich nicht an der Seite des grauen Wächters gekämpft. Der Held Fereldens ist ein guter Mann. Trotz allem, was er bereits erreicht hat, hoffe ich doch, dass noch größere Erfolge auf ihn warten. Gerade eben, ja, wird er gerade zum Elternteil. Wie euch wohl kaum von Interesse. Ich muss was kaufen. Lasst mich sehen, was ihr anzubieten habt. Aber gewiss doch, bitte stöbert in meinen Waren, wann immer ihr wünscht. Das sind Bolands Waren. Bendel? Nehmt es ihm nicht übel, Messi. Sandel war noch nie ein besonders guter Gesprächspartner. Nehme ich nicht übel, wir verkaufen Kram. Was Waffen angeht, das kann alles weg. Braucht kein Mensch. Grobe Lederrüstung kann weg, das kann bleiben, das kann alles bleiben, was das angeht. Wir könnten natürlich noch mehr einkaufen, ne, können wir nicht, wir sind pleite. Wir sind so pleite, wie man sein kann. Gut, ich möchte jetzt die meisten Dialoge verhindern. Zumindest fürs Erste. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück in... zu da, wo auch immer wir wohnen. Rotlichtviertel, ich verstehe. Ich bin fast schon wie zu Hause. Ein Fass. Gib das her. Mit einem langen Bogen. Ihr scheint euren Bruder nicht besonders zu mögen. Und ich dachte immer, nur mit Blutmagie könnte man Gedanken lesen. Ich hatte einen Zwillingsbruder, Carver. Er hat immer meinen Zopf ans Bett genagelt, während ich schlief. Das ist nicht nett. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn so sehr vermissen würde. Mein Beileid wegen eures Bruders. Hey, wollt ihr meinen? Ich habe einen übrig. Ich glaube, den will niemand. Blick ab, Feraldischer Hund.
ungezogene Dirne. Verlassen wir das Gebiet. Bin empört. Okay, dürfen wir nicht so einfach hin. Wir müssen dafür erstmal in die Unterstadt. Wir haben Kirkwall bei Tag, Kirkwall bei Nacht und die freien Marschen. Wir gehen aber Kirkwall bei Tag Richtung Unterstadt und bewegen uns dann zu Gamblins Haus. Versuchen unterwegs nicht in zu viel Ärger zu geraten. Wünscht ihr euch jemals in Orzammar zu leben? Bei den Ahnen bloß nicht. Wisst ihr, was Orzammar ist? Nichts als enge Tunnel voller Nackkot und Körpergeruch. Und jeder dort hält sich für was Besseres, weil sein Urgroßvater eine Wasseruhr oder sowas erfunden hat. Aber es ist euer Volk. Fragt ihr euch nie, wie es dort wäre? Ich habe eine lebhafte Fantasie. Warum sollte ich sie dafür vergeuden? Ja. Kirkwall in der Stadt. Ein bisschen Wissen, das wir kurz mal mitnehmen können. Erobern unsere Straßen zurück. Flüchtlinge aus Felden, Soldaten der Kunari. Was noch? Sklavenhändler aus dem Winter, die Kinder aus ihren Betten stehlen? Das muss ein Ende haben. Zeigt an, dass die Kirkwaller das nicht hinnehmen. Wir müssen uns zusammentun und den fremden Abfall vor unser Haus vertreiben. Die freien Marschen müssen wir den Marschbewohnern gehören. Wenn euch die Zukunft im Herzen liegt, schließt euch den Freunden Kirkwall an. Erobert unsere Stadt zurück. Asian. World Report waren. Wir werden uns in der Unterschied in der nächsten Aufnahme ordentlich umsehen. Auch im gehängten Mann. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Möge er das tun. Alte Elendsviertel, natürlich wohnen wir hier. Ein Ring. Mit Mann und Ausdauer, alles klar. Gib her. Oh. Ich verstehe. Da hätten wir Spaß gehabt. Gehen wir ins Haus. Hundi! Immerhin haben wir einen Tisch. Schwer zu glauben, dass sie mir nichts hinterlassen haben. Nun, Mutter war außer sich, als du mit deinem fereldischen Abtrünnigen durchgebrannt bist. Ich bin immer noch ihre Tochter, ihre Älteste. Darauf kommen wir später zurück. Lager. Darauf kommen wir auch später zurück. Auch daran kommen wir später zurück. Das sind die Sachen für, das sind die DLC-Erweiterungen. Okay, was ist denn das hier? Oh, und wir haben Geld erhalten. Attribute. Wodurch haben wir. Durch welche Bücher haben wir das jetzt erhalten? Das war ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Ein bisschen mehr. 506 Feuerresistenz, heilige Scheiße. Gegner hinterlassen bessere Ausrüstung. Weniger Bedrohung. Willenskraft, Gesundheit. Plus 18 Angriff, 3 körperlicher Schaden. Plus uns auf alle Attribute. Bonus auf Fallen entschärfen, Bonus auf Schlösser knacken, das ist viel wert. Gegner hinterlassen bessere Ausrüstung. Hawk Familienwappen. Immun gegen zurückwerfen. Gott, sind sein Inventar ist jetzt schon fast voll. Zum Glück haben wir eine Lagerkiste da hinten. Also gut, das Vermächtnis des Abtrünnigen. Grundregeln der Magie, Alte und Erbstücke.
Was wir jetzt in Schätzen kriegen. Das ist unglaublich. Also, wir sind nicht wirklich aufgestiegen. Wir haben nur Attribute dazu gekriegt. Und zwar 2 Stück. Und die will ich auf Geschicklichkeit setzen, weil wir die immer gebrauchen können. Was unsere Ausrüstung angeht, die wir gefunden haben. Legen wir erstmal die hier ein. Der Löwe von Orlé, das Bollwerk des Suchers. Die Natter von Antiva. Das ist kein schlechter Stab für Bethany, aber darum kümmern wir uns später. Die ganze Ausrüstung. Die Blutdrachenrüstung ist da drin gewesen. Zur Isaacs-Rüstung. Braucht Geschicklichkeit 20 Stück. Okay. Blutdrachenhelm. Zur Isaacs. Wir können zur Isaacs-Sachen auf jeden Fall benutzen. Blutdrachen-Sachen könnten wir vielleicht theoretisch anlegen. Das haben wir im Original-Let's Play einmal gemacht gehabt. Geschicklichkeit. Bis zur Isaacs-Ausrüstung. Warten wir es mal auf Tasche. Und nehmen wir den ganzen Kram auf. Quicksave. Malcolms Ehre. Sachen, die Magier tragen können. Nehmen wir alles auf. Ein Buch. Die Grundregeln der Magie. Weitere Magier-Erbstücke. So können wir den ganzen Kram verkaufen, was die Kleidung und sowas angeht. Inventar ist voll. Oh Gott. Deswegen. Die Kisten gehen tiefer, als wir geschaut haben. Und wir können nicht einfach so zwischen unseren Helden und her wechseln. Verstehe. Malcolms Ehre. Der Name unseres Vaters, Versprechen der Freiheit. Das ist kein besonders guter Stab. Vielleicht macht es einen Unterschied, abhängig davon, wann wir die Sachen aufnehmen. Keine Ahnung. Nehmen wir nächstes Mal erstmal den ganzen Kram die übrigen Sachen raus. Die Schurkensachen. Denn wir sind ja immer in einem Schurke. Entsprechend werden wir diese Kiste später erst öffnen. Weil unser Metall einfach vollkommen überfordert ist mit der ganzen Situation. Ein Gürtel. Wir haben noch keinen Gürtel aktuell angelegt. Konstitution plus 7 Gesundheit. Rüstung. Gegner hinterlassen mehr Geld. Immun gegen Flankenangriffe. Wie gefällt der hier erst einmal? Wie sieht es mit einer Halskette aus? Was haben wir denn da? Gegner hinterlassen bessere Ausrüstung. Gefällt mir sehr gut. Körperlich Schaden und Kälteresistenz. Mit Ringen, wie sieht es damit aus? Willenskraft. Das hier. Und plus uns auf alle Attribute. Ist wahrscheinlich viel wert. Der Rest kommt hier ins Lager. Außer für Isaacs Sachen und das hier. Ich hoffe, das Lager geht nicht irgendwann voll. Ah, wir haben sogar ein paar Runen. Na gut, legen wir den echten Spielstand an dieser Stelle an. Gehen wir ins Haus. Genau. Und das, liebe Gemeinde, war dann unsere erste Aufnahme für Dragon Age 2, fürs Replay von Dragon Age 2. Ich werde schauen, wie ich diese komische Unschärfe ausgeschaltet kriege bei den Dialogen. Dass ich teilweise irgendwas mit Windows 10 zu tun. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Windows 10 zu tun, wurde. Zumindest bei den ersten paar Google-Ergebnissen gesagt. Schaue, ob es irgendeinen Unterschied macht, wann wir die Ausrüstung aufnehmen. Und falls nicht, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder.
von Dragon Age 2. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und Cheerio.